Willkommen im Basic 2 Video. Im letzten Video hast du gelernt, wie die Oberfläche bei einem dreiseitigen gleichschenkeligen Prisma berechnet wird, wenn die Seitenlänge gegeben sind. Was passiert jetzt aber, wenn die Oberfläche gegeben ist und eine der Seitenlängen gefragt ist? Diese und weitere Fragen klären wir in diesem Video. Sehen wir uns dazu ein Beispiel an. Markus möchte mit seinem Vater einen Couchtisch aus Glasplatten für sein Zimmer bauen. Das ist für seinen Vater kein Problem, da er als Glaser arbeitet. Markus' Wunschtisch soll ein Rechteck als Grundfläche haben und idealerweise 70 cm breit und 120 cm lang sein. Zur Herstellung dieses unten offenen rechteckigen Prismas haben die beiden eine 31.200 Quadratzentimeter große Glasplatte zur Verfügung. Wie hoch kann der Tisch maximal werden, wenn die beiden sehr genau arbeiten? In diesem Beispiel haben wir also bereits die Oberfläche gegeben, aus der eine andere Größe berechnet werden soll. Das ist in dem Fall die Höhe des Couchtisches. Los geht's! Fangen wir mit einer Formel an, die wir bereits kennen. O ist gleich 2 mal g plus m. Damit kann, wie wir im vorigen Video gesehen haben, die Oberfläche von Prismen berechnet werden. Erinnern wir uns kurz zurück, welchen Tisch Markus eigentlich haben möchte. Es soll ein unten offener, quaderförmiger Tisch werden. Dieser soll 70 cm breit und 120 cm lang werden. Die Höhe h soll gerade so gewählt werden, dass er sich mit der vorhandenen Glasplatte ausgeht. Da jetzt aber unten offen ist, fällt die Grundfläche weg. Das müssen wir auch in der Rechnung berücksichtigen. Also erhalten wir für die Oberfläche O ist gleich g plus m. Da bei unserem rechteckigen Prisma die Oberfläche aber schon gegeben ist, müssen wir hier umformen. Wir wollen die Höhe h wissen. Die Höhe wird bei der Berechnung der Mantelfläche benutzt. Also stellen wir nach der Mantelfläche um. M ist gleich O minus G. Das sind gute Neuigkeiten. Die Oberfläche O ist gegeben, denn die vorhandene Glasplatte ist 31.200 Quadratzentimeter groß. Damit können wir die Grundfläche berechnen. Da die Grundfläche bei einem rechteckigen Prisma ein Rechteck ist, ergibt das G ist gleich B mal L ist gleich 70 mal 120 ist gleich 8400. Die Grundfläche hat also einen Flächeninhalt von 8400 Quadratzentimeter. Diesen Wert für den Flächeninhalt der Grundfläche können wir in die Formel M ist gleich O minus G einsetzen, um den Flächeninhalt der Mantelfläche zu erhalten. Wir haben also M ist gleich 31.200 minus 8400 ist gleich 22.800. Die Mantelfläche hat also einen Flächeninhalt von 22.800 Quadratzentimetern. Jetzt sind wir schon fast am Ziel. Wir kennen den Flächeninhalt der Mantelfläche. In den vorigen beiden Videos haben wir gesehen, wie sich die Mantelfläche zusammensetzt. Kannst du dich noch erinnern? Überlege doch mal. Genau. Wenn dir die Formel M ist gleich U mal H eingefallen ist, dann liegst du goldrichtig. Um die gefragte Höhe zu erhalten, müssen wir einen Umformungsschritt vornehmen. Er lautet h ist gleich m durch u. Weil wir ein rechteckiges Prisma gegeben haben, wird der Umfang u mit der einfachen Formel u ist gleich 2 mal l plus 2 mal b berechnet. Damit erhalten wir h ist gleich m durch 2 mal l plus 2 mal b. Setzen wir die Werte ein. Dann ergibt sich h ist gleich 22.800 durch 2 mal 120 plus 2 mal 70 ist gleich 22.800 durch 380 ist gleich 60. Wir halten also eine Höhe von 60 cm. Also kann der Couchtisch für Markus maximal 60 cm hoch gebaut werden, wenn Sie mit der Glasplatte auskommen möchten. Da in der Realität allerdings ein Verschnitt entsteht, wird er etwas niedriger werden. Wir haben also gesehen, dass die Formel O ist gleich 2 mal g plus m nicht nur zur Berechnung von Oberflächen benutzt werden kann. Sind etwa zwei der drei Flächen bekannt, so kann die dritte bzw. eine Seitenlänge davon ebenfalls berechnet werden. Bei unserem Beispiel haben wir auf diese Weise die unbekannte Höhe h des rechteckigen Prismas berechnet. Bei anderen Aufgaben könnte an dieser Stelle auch die Seitenlänge l oder b gefragt sein. Wenn du erfahren möchtest, wie man die Größe von Oberflächen anderer Prismen berechnet oder wie man weitere unbekannte Größen durch Umformungen erhält, dann sieh dir jetzt das Mastery-Video an.